Hallöchen. Wir vollenden den Jahreskreis mit dem August. Der Höhepunkt des Jahres, die Vollendung, die Fülle. Ja, das dafür steht der August. Es ist wirklich der Monat, wo alles im vollen Saft, in voller Blüte, in voller Frucht steht. Ja, das Getreide auf dem Feld, die Früchte an den Bäumen. Und wir erleben wirklich eine Fülle, eine Vielfalt an allem Möglichen, was es so in der Natur zu finden gibt. Ja, es ist wirklich, die Sonne ist am heißesten und die Menschen sind draußen, sie lächeln, sie freuen sich. Und diese Wärme, die öffnet die Herzen, sage ich mal. Ja. Und es ist alles sozusagen in der Vollendung vorhanden. Ja, die Samen, die Anfang des Jahres irgendwo gekeimt haben, nachdem sie sich ausgeruht haben im Winter, sind jetzt wirklich zur Vollendung gekommen. Natürlich, nicht jeder Samen keimt aus, nicht jede Frucht reift zur vollen Vollendung heran, bis zur vollen Süße, aber schon sehr, sehr viel. Ja, und das ist auch das, was du bei dir in deinem Leben schauen kannst. Einmal zu feiern, was zur Vollendung gekommen ist. Ja, wirklich diese Fülle zu genießen von den Samen, die du im Frühjahr gesät hast. Von den Ideen, die du im Herbst, Winter gesponnen hast. Und die jetzt dann rauskommen. Oder in deinem Leben. Vielleicht merkst du, wie die Fülle und die Freude einfach da ist und es gibt so viel Grund, im August sich zu freuen an dem blauen Himmel, den schönen Wolken, der Sonne, der Wärme. Ja, du kannst leicht bekleidet durch die Straßen laufen. Du hast grüne, saftige Felder und Wälder und ja, alles ist so intensiv und lebendig. Ja, auch die Natur und die Tiere sind einfach in ihrer lebendigsten, aktivsten Zeit. Und es ist ja auch die Zeit des Löwen, der Herrscher, ja, die Zeit der Materie, der Ich-Kraft, ja, wo du erleben kannst, wie du etwas kreiert hast, wie du etwas vollendet hast. Oder vollendest und da wirklich zu gucken und das zu genießen, wie deine Schöpferkraft in die Welt strahlt. Ja, wie du das geschafft hast, da etwas nach draußen zu bringen. Und ja, die Augustzeit ist halt wirklich diese Zeit, wo die Schöpferkraft am deutlichsten und am sichtbarsten nach draußen sich zeigt. Und klar, wie gesagt, es gibt auch Sachen, die sind nicht zur Vollendung gekommen, aber im August geht es wirklich darum, die zu feiern, die zur Reife gekommen sind. Und es auch zu schätzen und zu gucken, ja, das hast du gemacht, das hast du geschaffen. So, ja, wie die Kinder, die zum ersten Mal irgendwie ihre Kacke angucken und merken, sie können etwas produzieren. Das ist vielleicht ein etwas seltsames Beispiel, aber da erlebt sich der Mensch als erstes Mal als ein Schöpfer, als eine Schöpferin. Es ist auch die Zeit, wo du schauen kannst, welche Früchte deines Lebens willst du wirklich weitergeben. Ja, was ist das, was in dir ist, was du wirklich teilen möchtest. Denn die Früchte, die sind wirklich das äußere Zeichen deines Handelns, deines Wirkens hier in dieser Welt. Ja. Also das kann natürlich auch geistiges Gut sein, so, ne? Aber dass deine Ideen, deine Visionen, die halt so zur Vollendung gekommen sind. Wir haben ja jetzt auch dieses Retreat gemacht, was im Frühling noch eine Vision war oder im Winter,
Ideen, die wir gesponnen haben, und jetzt ist es zur Vollendung gekommen, zur Materie. Ja, da sind tatsächlich Menschen gekommen, wir haben ein Haus materialisiert, in dem das stattfindet, wunderschöne Natur drumherum. Ja. Und es war so schön, das zu teilen. Ja. Und das, da habe ich gemerkt, das ist eine Frucht, die ich wirklich gerne teilen möchte. Das Wissen, was ich angeeignet habe über die Jahre, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe über Meditation, über die Ernährung, ja, das konnte ich da alles weitergeben. Und es wurde dankbar angenommen und es war schön, einfach Menschen zu inspirieren und auch mich inspirieren zu lassen. Und noch ein wichtiger Aspekt vom August ist, dass all die Kraft, die jetzt da ist, die geht wirklich in die Reifung, also in die Breite und nicht ins Wachstum. Also es geht gerade nicht mehr darum, im August so noch größer und noch größer und noch größer, sondern die Bäume bleiben in der Größe, wie sie sind und stecken all ihre Kraft da rein, dass die Früchte reif werden. Ja, dass du ernten kannst. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis, wo du halt gucken kannst, ne? Dass oft geht, also im Frühling ist ja ganz klar, so dieser Wachstum, alles strömt aus der Erde nach oben. Und der August ist wirklich der Monat, wo dann eher ja, die Qualität sozusagen gestärkt wird. Die Reifung, ja, wo in die Details gegangen wird und das zur Vollendung gebracht wird. Das waren ein paar kleine Inspirationen für den August. Die Playlist mit allen anderen Videos für den Jahreszyklus, den ich jetzt vollendet habe. Also ich habe jetzt zu jedem Monat ein Video gemacht, verlinke ich dir in der Infobox. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Und da habe ich auch, wie gesagt, zu jedem Monat, wofür der steht, was wir davon lernen können für uns selbst, für unser Leben, um einfach auch besser einordnen zu können, was in der Natur passiert und wie das so in unser Leben sich übertragen lässt. Okay, das war's. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Freue mich, wenn du wieder reinschaust. Und hier erscheinen jetzt gleich wieder zwei Videos. Vielleicht magst du da mal reinschauen. Alles Liebe dir. Ciao.